So, Freunde, guten Tag und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe der Gannikus News. Man kann eigentlich sagen zu den Gannikus Bodybuilding News, weil auch heute wird es allgemein wieder sehr Bodybuilding-lastig. Wir haben neben Big Ramy natürlich vor allem die Prague Pro auf dem Plan und auch die Dennis James Classic müssen wir uns allein deshalb anschauen, weil unter anderem Patrick Teutsch da sehr erfolgreich war. Das vielleicht als kleiner Spoiler. Insgesamt ist auch einiges passiert, was jetzt vielleicht nicht unbedingt das beste Licht auf den Bodybuilding-Sport geworfen hat. Aber dazu kommen wir gleich, nachdem wir uns noch kurz dem allgemeinen Update gewidmet haben. Ich habe es letztes Mal schon gesagt, ich sage es heute nochmal. Ab sofort könnt ihr Gannikus Crew Club Member werden, indem ihr oben im Shop, also auf gannikus-original.de, den roten Button drückt und euch registriert. Ab diesem Moment seid ihr dann in der Lage dazu, bei jedem Einkauf Punkte zu sammeln, die ihr dann wiederum gegen exklusive Goodies eintauschen könnt. Und ihr könnt auch ganz allgemein mit eurem Link im Dashboard Freunde werben. Dafür bekommt ihr dann pro geworbenen Freund einen 20-Euro-Gutschein und euer Kumpel kriegt immerhin auch nochmal 20 Euro zum Start, also für jeden ist was dabei. Dieses Format hier, die News, der Podcast und alles andere, was im Gannikus-Kosmos passiert, unterstützt ihr natürlich weiterhin mit jedem Kauf im Shop. Isolat ist beispielsweise wieder auf Lager in drei Geschmacksrichtungen. Die Booster-Kombi aus Galenicus und Galenicus Pump gibt es auch. Könnt ihr auch einzeln kaufen. Und selbstverständlich noch vieles mehr. Wie gesagt, dafür einfach am besten direkt gannikus-original.de abchecken und zuschlagen. Ansonsten wie immer der Hinweis auf die aktuellste Podcast-Folge, in dem Fall mit Emir Omeragic. Schaut auf jeden Fall rein. Bei ihm ist es ja eher eine Seltenheit, dass man so viel auf einmal von ihm mitbekommt. Deshalb für jeden, der mehr über Emir erfahren will, gönnt euch die 90 Minuten Blockbuster. Das ganz kurz als allgemeine Themen vorab und damit starten wir dann direkt ins erste Thema. Wir beginnen mit einem Follow-up zum NPC-Sexismus-Skandal der vergangenen Woche. Der war ja da noch sehr frisch. Inzwischen ist klar, da werden wir auf jeden Fall noch mehr Artikel in die Richtung zu sehen bekommen. Und es gab auch schon erste Reaktionen seitens der NPC-Promoter. Der eine oder andere hat bereits jetzt durchblicken lassen, dass der besagte J.M. Mannion, sozusagen der Hauptbeschuldigte in der Sache, erstmal nicht mehr als Fotograf für gewisse Shows auftauchen wird. Angeschlossen haben sich beispielsweise die Organisatoren der Arnold Classic, die laut eigener Aussage in der Hinsicht eine Null-Toleranz-Politik verfolgen und dementsprechend erstmal Abstand nehmen. Etwas anders sieht es bei Mr. Olympia aus. Da wird sich noch sehr verklausuliert ausgedrückt, woran man merkt, dass bei den Verantwortlichen keiner zu schnell in eine Richtung, womöglich in die falsche Richtung laufen möchte. Es gab inzwischen auch schon ein Statement von der Mannion-Familie, genauer gesagt von Jim Mannion und Tyler Mannion, sprich Vater und Sohn von J.M. Mannion. In der Stellungnahme werden natürlich erstmal alle Vorwürfe von sich gewiesen, was zu erwarten war. Es muss im Endeffekt auch erstmal geklärt werden, wer jetzt wofür adäquate Beweise hat, also einmal belastend und einmal eventuell auch entlastendes Material, ist weiterhin alles in der Entwicklung und noch sehr vage, so schätzt zumindest ich die Situation ein. Laut Mannion Family sind die Anschuldigungen auf jeden Fall lächerlich und erstmal nicht weiter zu kommentieren. Wenn ich an der Stelle stehen würde, was ich ja nicht tue, aber trotzdem, dann gäbe es natürlich prinzipiell mal, ich würde sagen, zwei mögliche Szenarien. Auf der einen Seite nimmt man den JM jetzt erstmal aus der Schusslinie und lässt das etwas abkühlen, um den potenziellen Schaden möglichst gering zu halten. Auf der anderen Seite geht man in die Offensive, einfach aus dem Grund, weil man ja angeblich nichts falsch gemacht hat. Beides am Ende ja gängige Taktiken, aber je nach tatsächlichen Fakten halt auch vermeintlich riskant. Ich bin aber auch nicht der Anwalt, weder von der einen noch von der anderen Partei. Wie dem auch sei, ich habe es ja schon angekündigt und wir haben es auch fix gemacht. Die Martina und ich werden am kommenden Freitag eine Podcast-Folge zu der Thematik aufnehmen. Die bekommt ihr dann am Montag. Ist ja allgemein eine sehr passende Idee, weil die Martina definitiv als Judge und vielleicht auch als Athletin den einen oder anderen Einblick erhalten hat, was so
hinter den Kulissen abgeht. Normalerweise wird eine andere Podcast-Folge kommen. Wir packen das dazwischen einfach als aktuelles Thema. Falls ihr also Fragen stellen wollt, auf die wir genauer eingehen sollen in Bezug auf Judging, Sexismus etc. pp., dann jetzt gerne in die YouTube-Kommentare schreiben. Salut Freunde, bevor es weitergeht, kurzer Hinweis in eigener Sache. Wir versenden einmal pro Woche ein News-Update aus der Fitnessszene und das kostenlos als E-Mail-Newsletter. In diesem Update erfährst du alle Highlights aus der internationalen, aber natürlich auch aus der nationalen Welt des Fitness und Bodybuilding. Wenn auch du dieses kostenlose Update haben möchtest, dann klicke einfach auf den Link in der Beschreibung und trage dich kostenlos für unser E-Mail-Newsletter-Update ein. Ich wünsche dir jetzt noch weiter viel Spaß. Salut! So, wir kommen zum nächsten Thema auf der Liste und das führt uns zu Big Ramy, amtierender Mr. Olympia, und so als Vorabprognose von mir, basierend darauf, was ich bisher gesehen habe, wahrscheinlich auch zukünftiger Mr. Olympia. Also ich habe keine Ahnung, was sie dem Brandon Curry ins Testo gemischt haben, dass er wirklich denkt, Big Ramy überholen zu können. Aber da muss Stand jetzt schon einiges passieren, wenn das eintreffen soll. Darum geht's aber gar nicht. Wir haben zwei News in Bezug auf Big Ramy und wir fangen mal mit seiner neuesten Kooperation an. Denn, ob man es glauben möchte oder nicht, Big Ramy ist ab sofort tatsächlich Smilodox-Athlet. Da haben Flying Uwe und Co. auf jeden Fall einen Coup gelandet. Keine Ahnung, was der Spaß kostet. Wahrscheinlich viel, aber nichtsdestotrotz auf jeden Fall ein Statement, mit dem so, glaube ich, nicht allzu viele gerechnet haben. Ich will da jetzt auch gar nichts schlecht reden, aber trotzdem muss man ja auch da seine Meinung sagen dürfen. Und die ist bei mir wie immer etwas differenzierter. Ich persönlich finde nämlich, dass Big Ramy nicht das geilste Testimonial ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Klar, der ist amtierender Mr. Olympia, aber er ist halt noch lange kein Jay Cutler oder Phil Heath. Sein Englisch wird besser, das stimmt schon. Und er ist auch Social Media technisch präsenter mittlerweile. Aber ob das am Ende den finanziellen Return bringt, will ich zumindest mal kritisch betrachten. Einfach, dass ihr auch mal die andere Seite gehört habt, bei all der Euphorie, die da derzeit kursiert. Kritisch ist auch ein gutes Stichwort, weil dann können wir direkt zur nächsten News rund um Big Ramy kommen, nämlich zu seiner eigenen Supplement-Marke. Die Brand heißt, wie hätte man es anders vermuten können, Red Rex. Dem Namen getreu ist auch ein roter Tyrannosaurus Rex auf der Dose. Spaß beiseite, sieht ein bisschen befremdlich aus und passt ja für mich jetzt auch nicht unbedingt, aber Geschmäcker sind bekanntlich verschieden. Was rein faktisch belegbar nicht diskutabel ist, sind die Produkte, die da verkauft werden. Ich will es mir gerade eigentlich auf der Homepage anschauen. Und zwar auf der Homepage, die hier bei Red Rex auf Instagram hinterlegt ist. Aber das Ganze ist Bodybuilding-typisch wieder so professionell aufgezogen, dass die Domain aktuell ins Leere führt. Das ist bei der Produktpalette wahrscheinlich auch besser, weil jeden Tag steht bekanntlich ein Dummer auf, der das nachher womöglich auch noch kauft. Was man sagen kann, unter anderem soll da Beef-Protein verkauft werden und weil man sich dafür eigentlich in Grund und Boden schämen müsste, ist mir auch fast klar, warum Big Ramy da statt seinem Gesicht lieber einen roten Dinosaurier aufs Label drucken lässt. Ich habe dann noch gesehen, dass die Marke den Zusatz Big Ramy Labs bekommen hat. Das würde ich an seiner Stelle auf jeden Fall korrigieren lassen, weil Beef-Protein im Jahr 2022, da gibt es keine zwei Meinungen. In dem Fall wäre es echt cleverer gewesen, auch bei Neosubs zu unterschreiben. Da sieht man aber wieder, dass gerade außerhalb von der Dachregion teilweise immer noch absoluter Schmutz in Sachen Supplements verkauft wird. Ich will jetzt nicht sagen, wir sind hier in Deutschland und den näheren Umgebungsländern davor gefeit, aber wenn man mal schaut, was gerade in nicht deutschsprachigen Ländern teilweise so abgeht, da leben wir ja fast schon in einem Supplement-Paradies mittlerweile. Wir machen weiter mit der Dennis James Classic. Die habe ich tatsächlich nur nebenbei verfolgt, weil ich mich dem Stream zur Prag Pro gewidmet hatte, aber bisschen was bekommt man natürlich trotzdem mit, unter anderem, dass wohl beim Judging der Männerklasse ein bisschen was Fragwürdiges passiert sein soll.
irgendwie soll da der Markus Hoppe im ersten Callout mittig gestanden haben, was nicht ganz dazu gepasst hat, dass er nachher nicht mal im Finale war. Da scheint irgendwas schiefgelaufen zu sein. Eventuell kann das hier in den Kommentaren auch jemand aufklären. Es ist wie immer schwierig bis unmöglich, irgendwelche Scorecards zu finden. Ich lese deshalb hier jetzt mal die ganzen Pro-Card-Gewinner vor. Das sind der Daniel Thomas im Bodybuilding, der Patrick Teutsch in der Classic Physik, Toby Rashid im echten Leben, Tobias Abdul Hamid in der Men's Physik, meines Wissens nach Max Matzen Athlet und einer der Athleten, wo ich jetzt schon sagen würde, der hat relativ schnell sehr viel Potenzial bei den Men's Physik Pros. Dann die Katja Nowak in der Figurklasse, ich glaube eine Athletin von Heiko Kalbach, Sarah Neuheisel in der Bikini-Klasse, Uta Köhler-Spitzbart in der Women's Physik und Celondine Hohlenweg aus der Schweiz in der Wellness-Klasse. An der Stelle Gratulation an alle genannten Starter für die Pro-Card. Ja, alles in allem ein sehr stark besuchter Wettkampf mit zahlreichen Highlights. Größtes Statement ist wahrscheinlich die Pro-Card von Patrick Teutsch in der Classic-Physik. Hab ich so nicht für möglich gehalten. Ich dachte, da kommt mindestens ein anderer, mit dem man Snetti dann einfach nicht mehr aufnehmen kann. Habe ich mich in dem Fall getäuscht, ist auch kein Problem, weil da geht ja nichts kaputt. Glückwünsche gehen raus an Patrick. Da wäre es jetzt von meiner Seite aus auch gelogen, wenn ich sagen würde, mich würde das nicht interessieren, wie so ein Patrick Teutsch sich in der Pro League schlägt, nachdem er ein kleines bisschen am Zaubertrank genascht hat. Wir gehen weiter davon aus, das ist jetzt aktuell alles Netty, hat ja auch letzte Woche erst noch einen Lügendetektor-Test gemacht und top, glaube ich. Und jetzt kommt mir bitte nicht mit den Lügendetektor-Tests, besteht ja jeder Geschwätz. Das will ich wirklich mal sehen, wie jeder, der hier immer kritisiert, den Test so easy besteht. Klar, mittlerweile hat man den beispielsweise aus der GNBF gekickt, glaube ich. Aber trotzdem würde ich das jetzt nicht als Kinderspiel bezeichnen. Aber das wollte ich gar nicht sagen. Fakt ist ja, dass Patrick erstmal nicht so hart in die Trickkiste greifen müsste. Ich denke, das Risiko wäre überschaubar. Kind ist schon da. Also interessant zu beobachten wäre es sicherlich. Grüße gehen raus an Patrick. Ich fände es, wie gesagt, cool, das zu sehen. Und an alle Kritiker, an alle Leute, die spekulieren, die mutmaßen, die skeptisch sind, seid skeptisch. Ich bin da absoluter Fan davon. Skepsis ist immer gut, Skepsis ist immer angebracht, aber ihr müsst in eurer Skepsis auch mit einbeziehen, dass ein Patrick Teutsch wirklich absolut akribisch an allem arbeitet. Das sind die Leute, die führen die Excel-Tabelle, obwohl ich es nicht gerne machen würde. Das sind die Leute, das habe ich jetzt gesehen, die kaufen dann halt zum Laden die originalen Schoko-Crispies, weil sie kein gutes Gefühl dabei haben, die No-Name-Dinger zu kaufen, weil es gerade nur die in dem einen Laden gibt. Da wird zum Laden X, zum Laden Y gefahren, alles wird abgeklappert, um diese Schoko-Crispies zu bekommen. Einfach, weil man die ganze Diät gegessen hat und am besten verträgt. Wenn ihr das alles auch mal so akribisch nachgemacht habt, überlegt euch nochmal, ob die Skepsis vielleicht nicht ein bisschen zu hart ist. Dann kommen wir zum Abschluss noch zur EVLS Prag Pro. Die war ebenfalls am vergangenen Wochenende mit zahlreicher deutscher Beteiligung. Ich lese erst kurz die Ergebnisse vor, dann gehen wir nochmal ins Detail. Der Michael Grisso hat die Men's Open gewonnen vor Jan Turek, Bela Kokeni und Milan Schadek. Auf 5 kam dann direkt mehr oder weniger überraschend unser Neuprofi Mike Ziesla, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, gefolgt von Enrico Hoffmann auf 6. Ahmad Mahmoud wurde 11. und Adolf Burkhardt ist auf Platz 14 gelandet. Dann hatten wir noch Steve Bentin in der 212 auf Platz 6, Fatih Terzioglu in der Classic auf Platz 9 und Michel Vogelsgesang in der Wellnessklasse auf Platz 11. Lasst uns loslegen mit Steve, für mich eine sehr solide Leistung, vor allem in Anbetracht der Umstände. Er war ja schon in Dubai krank gewesen, hat dann in Deutschland noch eine Bindehautentzündung bekommen und konnte die Woche über
überhaupt nicht trainieren. Dann ist zu allem Überfluss in Prag noch sein Koffer verloren gegangen, wo Farbe, Posingslip etc. drin waren. Ihr könnt euch ja mal vorstellen, wie abgefuckt ihr wärt, wenn euch sowas allein schon im Urlaub passieren würde oder beispielsweise noch schlimmer auf einem Business-Trip, wo ihr vielleicht eine Präsentation halten müsst und euer ganzes Zeug im Koffer ist, der verloren gegangen ist. Da hat Steve wirklich noch das Beste rausgeholt, von vorne wie immer sehr stark. Ich fand ihn bis auf Gluteus auch von hinten sehr gut diesmal. Bolger war frei, da fehlt noch ein bisschen Masse, aber sonst, wie gesagt, sehr solide. Der sechste Platz war nur unfassbar unglücklich, weil es dafür keine Punkte gab. Der fünfte oder vielleicht sogar der vierte wäre schon drin gewesen, weil gerade der Viertplatzierte hatte da meiner Meinung nach absolut nichts verloren. Keine Ahnung, was sich die Judges da gedacht haben, aber am Ende ging es für Steve halt punktlos aus und dementsprechend schwer wird es jetzt mit der Olympia-Quali. Ich würde fast sagen, es ist kaum machbar, weil auch der Daniel Stiko vor ihm gelandet ist, hat Punkte bekommen und deshalb hätte ich auch gesagt, dass jetzt ein guter Zeitpunkt wäre, sich auf die nächste Saison konzentrieren zu können. Wir machen weiter mit der offenen Klasse. Da gab es einen soliden Auftritt von Ahmad Mahmoud. Auch mehr oder weniger Neuprofi, muss man sagen. Hat erst sein Glück in der Classic Physik versucht. Ist jetzt zurück zu den Wurzeln in die offene Klasse. Form war top. Gefehlt hat eigentlich nur ein bisschen Masse. Aber es war gut genug, um zum Beispiel Adolf Burkhardt deutlich auf Abstand zu halten. Ich würde auch sagen, Adolf war an dem Wochenende somit die größte Enttäuschung, weil der letzte Platz bei so einer Show, die ja nicht maximal top besetzt war, wiegt natürlich schwer. Insgesamt war die Mittelpartie, was ich gesehen habe, eine Katastrophe. Und formtechnisch würde ich sagen, war das so 2 bis 3 Wochen zu früh für die Bühne. Ich weiß jetzt nicht, wie schnell man den Bauch in den Griff bekommt, aber eventuell macht es Sinn, in 2 bis 3 Wochen nochmal irgendwo zu starten, weil in puncto Muskelmasse, das muss man ja absolut festhalten, ist das sehr brachial, was Adolf auf die Bühne bringt. Er war halt nicht hart genug und hat den Bauch nicht unter Kontrolle gehabt und ist deshalb wahrscheinlich maximal durchgereicht worden. Ich will mich da nicht zu weit aus dem Fenster rauslehnen. Ich kann es ja nur unter Vorbehalt und von außen betrachten. Eventuell wäre es clever gewesen, bei Max zu bleiben, vielleicht auch zu Dennis James zurückzugehen, weil selbst vorbereiten schwierig. Kevin Gebhardt hat, glaube ich, ein bisschen drüber geguckt, aber es ist immer so eine Sache, wenn du das unter guten Freunden machst, das ist nie dasselbe, wie wenn ein Coach mit Autorität ein Wörtchen mitredet. Man lässt da vielleicht manche Sachen außer Acht, man redet sich das schön, man ist nicht so hart, wie man sein müsste. Ist nur mein Eindruck, aber ich finde das nicht passend, sowas. Überrascht hat mich auf jeden Fall der Mike. Liebe Grüße an der Stelle. Ich lasse den Nachnamen jetzt erstmal weg, bevor ich es nochmal falsch ausspreche. Ob der Platz vor Enrico jetzt gerechtfertigt ist, sei mal dahingestellt. Aber dass er im Finale war, fand ich absolut verdient. Sehr stark verbessert, wenn man überlegt, dass er, glaube ich, vor ein paar Wochen noch hinter Patrick Teutsch gelandet ist. Was war das? Wader Classic? Wader Cup, wie sich das Ganze genannt hat. Sehr starke Leistung, sehr viel Potenzial. Da hat jemand definitiv nicht geschlafen, den ich so nicht auf dem Schirm hatte, dass der bei einem Wettkampf wie der Prag Pro in die Top 5 kommt. Bei Enrico muss man halt sagen, was glaube ich mittlerweile schon so allgemein gefundener Konsens ist, sehr starkes Paket, nochmal besser als in Italien. Er war hart, er war voll, der Bauch war solide unter Kontrolle. Also was da zu Platz 6 geführt hat, bleibt ein Geheimnis der Kampfrichter. Die haben sich für mich sowieso nicht mit Ruhm bekleckert. Ich hatte ja oft in der jüngeren Vergangenheit gesagt, dass ich das mit der Politik nicht immer als Ausrede hören will, aber in dem Fall ist es sehr schwer, drum herum zu reden. Ob es jetzt bei Enrico eine Strafe für die New York Pro damals war, wann war das, 2019? Ich weiß es nicht, klingt vielleicht plausibel im ersten Moment, aber auch ein bisschen weit hergeholt, meiner Meinung nach. Wenn ein Steve Weinberger so nachtragend ist, hat er auf so einem Posten nichts verloren. Aber das ist ja sowieso eine Geschichte, die jetzt gerade stärker im Fokus steht nach dem NPC-Skandal. Ich fand beispielsweise auch den Ungar sehr stark. Aber wenn man sich halt anschaut, wer ganz vorne war, also 2 Tschechen und 1 Slowake, der noch dazu vom Veranstalter gesponsert wird, dann hat das auf jeden Fall einen fahlen Beigeschmack. Michael Grisso hat für mich den Hype nicht gerechtfertigt, Farbe war scheiße, Präsentation war maximal mittelmäßig und allgemein scheint er die Posen gar nicht halten zu können. Also was der am Ende vom Prejudging gepustet und geölt hat, war ja jenseits von Gut und Böse. Massetechnisch hat er natürlich Vorteile, wobei ich jetzt auch nicht fand, dass er alle zerstört hat. Zudem war er auch nicht richtig hart, maximal vielleicht bei 80% und so darf man
eigentlich keinen Wettkampf gewinnen. Aber was will man erwarten, wenn der eigene Sponsor den Wettkampf ausrichtet und sein Gesicht sogar auf Wasserflaschen druckt? Das wirkt auf mich alles sehr geplant, dass er jetzt den Fokus auf die Olympia-Vorbereitung richten kann, aber man bestraft halt so jeden anderen Athleten, der sich genau diesen Wettkampf vorgenommen und dafür den Arsch aufgerissen hat. Die einstimmige Scorecard passt auch kein bisschen zu den Callouts, die die Judges da gemacht haben. Wirklich sehr, sehr fragwürdig und diskutabel. Ich sage nicht, dass der Chriso nicht beeindruckend ist und nicht Potenzial hätte, aber man darf es halt auch nicht einfach so wegschenken, weil es passt für die meisten wohl sehr gut in die Storyline. Der hat jetzt groß Welle gemacht, Ansagen gemacht, und wenn der nicht beim Mr. Olympia steht, wäre das natürlich scheiße, aber das geht halt nicht. Bei der Fußball-WM kannst du auch nicht das Halbfinale mit der B-Mannschaft spielen und ins Finale gewunken werden. Wenn du da verlierst, bist du raus. Im Bodybuilding wirst du dafür, wie es aussieht, belohnt. Das finde ich schwierig, und wenn da bei Michael Chriso keine starken Verbesserungen stattfinden bis Dezember, wird es meiner Meinung nach auch sehr schwer mit der Top 10 beim Olympia. Noch dazu ist da halt auch nicht die EVLS der Hauptsponsor und gönnt jedem Judge irgendwie eine Rolex vorher oder zwischendrin. Das ist nur überspitzt gesagt, ihr wisst, wie ich das meine, aber ich war da am Wochenende schon sehr ernüchtert. Aber auch das ist ein gutes Thema für den Podcast mit Martina am Freitag. Die ist ja Judge und weiß, wovon sie redet. Viel mehr Themen gab es jetzt auch nicht unbedingt für hinten dran. Hadi Chupan ist jetzt in den USA, habe ich gesehen. Also der wird auf jeden Fall beim Olympia starten. Und ansonsten habe ich nichts mehr auf dem Zettel. In diesem Sinne würde ich sagen, wir sind durch für heute. Macht's gut, bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.